Dann senke ich eben die Decke. Decke wird gesenkt. Und ich bin zu fett. Kannst du Untertitel einschalten? Warum soll ich die Untertitel einschalten? Wer will denn bitte die Untertitel haben? Müsste alles zu verstehen sein. Sein, ich spreche undeutlich, das kann. Ja, das. Das ist ein. Das ist ein Ding. Das. Ich nusche eventuell mal ein bisschen. Das. Kann ich leider nicht von mir weisen. Au. So, was machen wir hier? Mit dem Laser können wir relativ wenig anfangen. Da müssen wir wissen, aber da müssen wir erstmal hinkommen. Ich habe eine Idee. Das könnte klappen.
Au. Au. So. Das ist der Moment im Kompass. Nur den brauche ich. Okay, was ist los? Die Audioeinstellung, scheiße. Au. So, den Kompass. Au. Hier auf die Wand. Da können wir dann das, was ich vorhin schon gemacht habe. Ein Loch rein. Das müssen wir nur da hoch. Wie das ohne Portale. Ja. Ich komme da noch doch nicht ohne Portale hin. Geht nicht auf ohne. Wieder so ein Rätsel. Ich kann die Portale hinsetzen. Das ist natürlich möglich. Sekunde. Das geht natürlich. Vielleicht geht das so. Sieh nur, wie majestätisch du durch die Luft segelst. Wie ein Adler, ein fetter Adler. Hör auf, mich fett zu nennen. Scheiß Roboter. Ich meine, ich bin fett, aber es ist auf mich so zu nennen. Es ist eine Tatsache, aber trotzdem auf mich so zu nennen. Viel Spaß beim nächsten Test. Ich gehe jetzt zur Oberfläche. Es ist so ein schöner Tag. Gestern habe ich ein Reh gesehen. Wenn du den nächsten Test bestehst, lasse ich dich vielleicht im Fahrstuhl bis ganz nach oben fahren und erzähle dir von dem Reh. Aha. Funktioniert schon was. Den Kubus bauen wir. Nicht.
ja. Danke für den Follow. Aber ich muss gehen. Danke, dass du dabei warst. Bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Ja, was soll mir das hier bringen? Okay, ich kann vielleicht oder auch nicht. Vielleicht, wenn ich das hier dran mache. Ich bin noch zu blöd, das Loch zu treffen. Okay, Kubus haben wir. Und weiter. Aha, das können wir vielleicht wieder vorstellen und dann. Ich habe keine Ahnung. Keinen blassen Schimmer, was das soll. Total passt da oben. Ich versuch mal was. Okay, wir haben einen Umleitungskubus. Ja. Schon mal, wie das jetzt klappen soll, aber versuchen wir es mal. Aha, da läuft was.
das noch mitnehmen. Dann haben wir das jetzt gelöst. Hurra! Und auf geht's. Test bestanden. Ich habe heute kein Reh gesehen, aber Menschen. Aber mit dir hier habe ich mehr Testsubjekte, als ich brauche. Na dann. Auf geht's. Die nächste Testkammer. Wir müssen uns noch durch die Testkammern durchkämpfen. Es sind jetzt 22. Diese Brücken bestehen aus natürlichem Licht von der Oberfläche. Wenn du deine Wange daran reibst, fühlt es sich an, als würde dir die Sonne ins Gesicht scheinen. Es würde auch dein Haar in Brand setzen, also lass es lieber. Der muss jetzt da oben.
Untertitel ein, könnte man da jetzt rüber. Das ist eine Idee. Nicht die strahlend kurzen Mann. Noch ein bisschen hüpfen müssen. Check the point. Ich kann auch direkt jetzt hier, oder? Das müsste doch gehen. Ja, ganz genau so. So vielleicht. Sehr gut, du bist ein Jäger und die Tests sind deine Beute. Ich habe mich übrigens für einen neuen Test über Haie informiert. Kennst du noch andere Geschöpfe, die sogar die Leute umbringen, die ihnen helfen möchten? Dachtest du Haie? Falsch. Die richtige Antwort heißt, niemand. Niemand außer dir ist so sinnlos grausam. Ah ja. Gute Neuigkeiten. Ich weiß jetzt, was ich mit dem Geld mache, das ich beim Recycling deiner Luft spare. Wenn du stirbst, laminiere ich dein Skelett und stelle es aus. So können noch viele Generationen nach dir lernen, wie man deinen unvorteilhaften Knochenbau vermeidet. Na toll, die Tür funktioniert nicht. Jemand muss sie wohl reparieren. Bemühe dich nicht. Ich bin gleich zurück. Fass nichts an. Okay, wir müssen alles anfassen, bis wir noch die anfassen können. Hey, hey, hier oben! Da waren Vogeleier, die habe ich in den Türmechanismus geworfen. Da war sie zu. Ich... Ah! Vogel! Na toll. Okay, das war bestimmt der Vogel, der die Eier gelegt hat. Er ist sauer. Okay, wichtig ist, wir werden hier bald ausbrechen. Sehr bald, das verspreche ich. Ich muss nur noch ausdüfteln, wie wir hier ausbrechen. Da kommt sie, mach weiter mit dem Test. Und denk dran, du hast mich nie gesehen. Ich hab da was gesehen. Ich habe mit dem Türcomputer verhandelt. Er wird nie mehr, sagen wir, leben. Egal, zurück zum Test. Das würde ich auch nochmal ausprobieren. Au. Aber es klappt nicht wirklich. Aber das sind die passenden untereinander. Fantastisch. So, jetzt kommt hier wieder raus.
klein wenig übel. Euch auch. Erstmal so eine und dann so eine. Und dann gleich hier mal durch. Das wird ja auch gehen. Nein. Der Kubus ist weg. Verdammt, dieser Kubus. Sehr gut. Du warst sogar so gut, dass ich das als Lob in deine Akte eintragen werde. So viel Platz her. Sie war gut. Genug. Ah, ja. Was ist da jetzt? Nächster Testkammer. Mal weiter runter.